Seit 2008 hat sich die Energieregion Weiz-Gleisdorf dem Thema Elektromobilität genähert. Heute sind wir da mit dem Projekt E-Kult eigentlich, wo wir den letzten Stand der Technik im Zweiradbereich vor allem der Jugend näher bringen wollen. Ich hoffe, dass es bei dieser Veranstaltung uns gelingt, Elektromobilität und den Spaß an Elektromobilität in den Herzen, aber auch in den Köpfen der jungen Menschen zu verankern. Und da ist es natürlich toll zu sehen, wie motiviert die Kids da auf ihrem Pedelec rauffahren und auch toll zu sehen, wie motiviert sie mich stehen lassen, wenn ich mit meinem normalen Rennrad mitfahre. Es war Wahnsinn, dass ich einmal die Möglichkeit gehabt habe, mit einem E-Bike darauf zu schießen. Und ich finde es super, dass die Stadt Weiz, Energieregion Weiz-Gleisdorf, sowieso so viel übrig hat für Jugend und Sport und mit den E-Bikes, die sie in der Stadt Weiz zur Verfügung stellen. Was ich jetzt gewonnen habe, muss man sagen, kann man eigentlich nicht ganz werten. Also es gibt natürlich unterschiedliche Radtypen, die unterschiedlich stark in Form der Unterstützung sind. Ja, es war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Ich bin jetzt eigentlich nicht mitgefahren, damit ich was gewinne, sondern eher wegen Spaß und so. Ich würde es nächstes Jahr auch wieder machen, wenn es das veranstalten wird. Wie wir heute gesehen haben, ist E-Bike-Fahren mit Fun-Gefühl verbunden. Und das ist wirklich eine Aufforderung an alle, sich zu trauen, zu dem letzten Stand der Technik zu greifen und wirklich aufzubrechen in ein neues Jahrzehnt.